Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch wieder, dass ich hier sein darf und zu Ihnen sprechen darf. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie unseren Messestand besuchen. Unser Team erwartet Sie da heute, zumindest Herr Gabe, der auch Förster ist und jetzt schon da steht und die Fragen beantwortet. Wir haben hier wenig Zeit. Vorweg vielleicht mal die Frage, die ich mir in der Zeit locker. Ich entspanne mich also total. Ich habe gestern ein schönes Whisky-Tasting gemacht und mache hier überhaupt keinen Stress. Wer kommt aus Nordrhein-Westfalen? Melden Sie sich mal. Donnerwetter, das ist gar nicht schlecht. Und wie viele Damen sind dabei aus Nordrhein-Westfalen? Das ist auch gar nicht schlecht. Dankeschön. Ja, Nordrhein-Westfalen, bevölkerungsreichstes Bundesland, da gehen eigentlich nur diejenigen von Ihnen hin, die den Wahnsinn kennen. 18 Millionen Einwohner und 13 Millionen Autos, man steht ständig im Stau, zumindest wenn man in diesem rot schraffierten Bereich da ist, in dem Ballungsraum, und den ich dann nach 17 Jahren mal im Rheinland verlassen habe. Ich bin jetzt in Münster, weil da unsere Betriebsleitungszentrale ist, und hat jetzt eine neue Landesregierung bekommen im Mai. Wir hatten rot-grüne Regierung davor und sind jetzt gewechselt auf CDU-FDP-Koalition. Und das ist natürlich auch für uns wieder spannend, weil sich alles wieder so ein bisschen dreht. Die Länderforstverwaltungen sind ja auch politisch beeinflusst, und das ist bei uns eben auch der Fall. Landesbetrieb Wald und Holz, 1321 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben eben die Zahl von Herrn Kleinschmidt gesehen. Das ist etwa deckungsgleich, glaube ich, mit Niedersachsenforst. Der hatte 1300, ist ungefähr gleich. Wir haben 295 Forstbetriebsbezirke, von denen, und das ist jetzt wieder ganz anders als bei den anderen Forstverwaltungen, zwei Drittel in der Betreuung sitzen, also im Dienstleistungsgeschäft. Deshalb ist dieses BKA-Verfahren oder das Thema Beihilfe, direkte und indirekte Förderung, für uns natürlich wesentlich gravierender als für Niedersachsenforst, die ja mit einem deutlich höheren Staatswaldanteil aufwarten, und Hessenforst auch. Aber trotzdem Einheitsforstverwaltung, Thüringen wäre jetzt hier auch noch zu nennen, sind wir im Moment in der Beobachtungsphase, was jetzt so passiert. Und ich werde Ihnen da auch gleich noch ein paar Eckdaten zu sagen, die auch unser Personal dann oder unser Personalmanagement direkt betreffen. Wir haben einen Gesamtumsatz von 110 Millionen Euro und liegen im Moment bei 73 Millionen Personalkosten. Ich finde dieses Verhältnis schon ungesund. Unser Betriebsleiter noch nicht, aber wir arbeiten daran, dass wir das auch wieder ein bisschen relativieren. Ja, 14 Regionalforstämter, ein Nationalparkforstamt und ein Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald, was ausschließlich Staatswald bewirtschaftet, sind die Grundausstattung und die genannten knapp 300 Forstbetriebsbezirke. Das haben wir hinter uns, ich selber auch. Ich habe hier in Göttingen studiert und bin dann 1987 in Nordrhein-Westfalen gestartet mit 45 Forstämtern. Das wurde 95 reduziert auf 35 und dann später nochmal in 2008 von 35 auf 16. Das war ein ganz gravierender Schritt. Und das ging einher noch mit dieser Einführung kaufmännischen Rechnungswesen, der Einführung des Landesbetriebes. Wir sind, weil Per Steinbrück damals Finanzminister in Nordrhein-Westfalen war, nicht mehr Anstalt des öffentlichen Rechts geworden, was wir gerne wollten. Der BDF wollte das auch. Aber Per Steinbrück damals als FM in Nordrhein-Westfalen hat gesagt, ich mache keine Anstalten des öffentlichen Rechts mehr, da habe ich zu wenig Einfluss drauf. Und dann wurde diese silberne Zitrone, die ja auch nach Brandenburg noch exportiert wurde, Landesbetrieb erfunden, Landesbetrieb Straßen, Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsbetrieb, das Eichamt und auch Wald und Holz NRW sind dann Landesbetrieb geworden. Das sollten Sie mitnehmen. Als Einheitsforstverwaltung bearbeiten wir die Geschäftsfelder landeseigener Forstbetrieb, also Staatswald, 120.000 Hektar, Geschäftsfeld Dienstleistung und Geschäftsfeld Hochhalt. Wie sich das ungefähr aufsplittet, sehen Sie hier. Wir haben deutlich weniger Staatswald als die anderen Länderforstverwaltungen, 120.000 Hektar roundabout. Wir haben im Moment 345.000 Hektar betreute Privat- und Körperschaftswaldflächen unterm Pflug und eine hoheitliche Fläche von 915.800 Hektar. Gemeindewald auch wichtig in Nordrhein-Westfalen. Markus Wolf ist heute hier und wird Ihnen noch was zum Gemeindewald erzählen nach der Fragerunde und wird aber auch, weil er ja Nordrhein-Westfalen ist, Forstverband Remscheid, auch noch was zum Gemeindewald Ihnen dann sagen, was auch ein wichtiger forstlicher Arbeitgeber auf jeden Fall ist. Hier gehe ich jetzt mal
sehr schnell drüber. Sie sollen nur mitnehmen, Nordrhein-Westfalen hat eben einen sehr hohen Privatwaldanteil von weit über 60%, nur 13% Staatswald. Das ist schon gravierend. Baumartenanverteilung gehe ich auch drüber weg, merken Sie sich sowieso nicht. Altersstruktur in Nordrhein-Westfalen, nur drei Sätze dazu. Nachkriegsaufforstungen, ganz gravierend. Zwei Stürme Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, Lothar und Wiebke, und dann natürlich 2007 Kyrill. Das hat mit unserer Altersstruktur in Nordrhein-Westfalen richtig was gemacht. Wir haben enorme Pflegeflächen und konzentrieren uns im Moment auf die Erschließung und die Infrastruktur und die Pflege der Flächen und der Wiederaufforstung nach Kyrill. Wir haben eine Ausbildungsquote von 12%, das ist enorm. Das ist ein Auszug aus unserem Nachhaltigkeitsbericht. 154 Ausbildungsplätze und 32 Plätze für Vorbereitungsdienste. Wir haben jährlich 8 Referendare, haben also 16 Referendare im Betrieb, über 2 Jahre verteilt. Die Einstellungsdaten sind genau identisch mit Hessenforst. Wir haben nur diesen einen Einstellungstermin zum 1.6. Und wir haben 18, leicht aufgestockt von 16 auf 18 Forstinspektoranwärter und stellen die auch jährlich zum 1.10. ein. Hier ist das Gebäude unseres forstlichen Bildungszentrums, was in Arnsberg-Nieheim steht. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was wir gemacht haben in den letzten 6 Jahren. Unser Leiter hat gesagt, ich mache forstlichen Voranbau, und wir haben diese Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, eingestellt und haben im Grunde nach den Prüfungen kontinuierlich voll eingekauft. Das heißt, wir haben ganze Jahrgänge im gehobenen Dienst eingestellt und bei den Referendaren unsere Quote, die Sie im Internet finden, von 4 bis 6 noch überzogen. Wir hatten im letzten Jahr 9 Assessoren, haben 7 von denen eingestellt, sodass wir jetzt auf 67 Nachwuchskräfte im gehobenen Dienst zurückgucken, die wir schon eingestellt haben seit 2012, und 25 Nachwuchskräfte im höheren Dienst. Und mit diesem Polster gehen wir jetzt in die Situation rein, die ich Ihnen gleich zeige. Das war natürlich luxuriös. Wenn Sie bei uns einen Vorbereitungsdienst gemacht haben, wussten Sie im Grunde, wenn ich mit befriedigend abschließe, habe ich das Ding in der Tasche im gehobenen Dienst, und im höheren Dienst musste ich durch ein AC-Verfahren durch, aber da haben auch 4 bis 6 unserer Kandidatinnen und Kandidaten anschließend immer das Rennen gemacht. Ich blätter hier mal so ein bisschen schneller drüber, nur die Bilder zeigen dann auch wirklich, das sind immer die Urkundenverleihungen, Herr Wiebe steht in der Mitte, dass man es eben tatsächlich auch glaubt. So, höherer Dienst hier, wir machen gemeinsames Staatsexamen, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, mit Niedersachsen seit 2010, Verwaltungskooperation. Das heißt also, wer in Nordrhein-Westfalen Referendariat macht, wird dann ein Jahr, je nachdem wann er anfängt, die Laufbahnprüfung, das Staatsexamen, die beiden Wahlprüfungen und die mündlichen Prüfungen in Niedersachsen machen oder eben dann im anderen Jahr bei uns. Das wechselt immer hin und her. So, jetzt haben Sie genug von den Fotos gesehen, ich auch. Wir haben eigentlich noch den Klassiker, wir haben diese forstlichen Vorbereitungsdienste, wir sind Monopolausbilder in Nordrhein-Westfalen, das heißt, wir bilden für die anderen Waldbesitzarten mit aus, nur Wald- und Holz-NRW darf diese Vorbereitungsdienste anbieten. Ihre Bewerbungsmodalitäten finden Sie in unserem neuen Flyer, den wir am Stand haben, aber auch im Internet. Und im nächsten Jahr, da gehe ich jetzt von aus, weil wir gerade eine Vorlage gemacht haben, einen neuen Verbindungsmann im Ministerium haben, werden wir auch 18 Monate wie Niedersachsen den gehobenen Dienst endlich haben, im Moment noch 12. Aber ich glaube, das ist mein letzter Jahrgang. Wir werden dann zum 1.10. tatsächlich in die 18 Monate reinstarten. Das sieht jetzt ganz gut aus. Und der Klassiker ist das Referendariat mit 24 Monaten, da hat sich nichts geändert. Die Zahlen wollte ich Ihnen noch zeigen. Wir gehen jetzt im Moment in Nordrhein-Westfalen davon aus, dass die Welt nicht untergeht, aber trotzdem gibt es für 2018 keine Nachhaltigkeitsstellen und keine Korridorstellen und nichts mehr. Wir haben diesen schönen Voranbau, den ich Ihnen eben genannt habe. Wir haben 67 AK gehobener Dienst auf Reserve stehen und 24 höherer Dienst. Aber wenn Sie das hier sehen, planmäßige Abgänge können wir natürlich ersetzen. Heißt das immer noch, dass die Ausbildungskapazität, die Wald und Holz hat, nicht ausreicht und wir da drüber liegen, allein in den planmäßigen Abgängen. Das heißt also, für die Anwärter, die jetzt im Herbst fertig werden, und für die Referendare geht es weiter, und wir werden auf keinen Fall eine Nullrunde drehen. Hier sind die Zahlen für den höheren Dienst. Dieses Jahr haben uns 3 Forstamtsleiter verlassen und das geht so weiter. Wenn Sie hier mal gucken, 2022, 2023, was da passiert, so viele Assessoren bilde ich gar nicht aus. Also wir werden auch zukaufen müssen und werden woanders Fachkräfte abjagen müssen, was uns bei dem Stellenkegel, den wir im höheren Dienst haben, sicherlich gut gelingen wird.
Hier sind die amtlichen Zahlen, die lasse ich auch unverändert erstmal stehen. 10 bis 12 Mitarbeiterinnen des gehobenen Dienstes suchen wir und 4 bis 6 Nachwuchskräfte des höheren Dienstes. Wir haben das in den letzten 6 Jahren, da haben wir deutlich einen draufgesetzt. Wir haben in der Regel 15 gehobenen Dienst eingestellt und mindestens 6, letztes Mal ja sogar 9 vom höheren Dienst. Da werde ich sagen, das geht jetzt etwas runter. Ja, was noch besonders ist in Nordrhein-Westfalen, wir haben eine Dienstpostenbewertung oder eine Stellenbewertung. Das heißt, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, wissen Sie, was Sie kriegen. Wir arbeiten im Beamtensystem. Sie kriegen bei uns, wenn Sie fertig sind und eine kurze Zeit, 1 oder 2 Jahre überdauert haben im Angestelltenverhältnis, kriegen Sie das Angebot der Verbeamtung im gehobenen Dienst von A9 bis A13, auf Revierebene bis A12 und im höheren Dienst A13 bis B2, unser Leiter verdient B5. Das sind unsere Qualifikationen, die wir gerne hätten. Die Vorgänger von mir haben das auch schon an der Tafel gehabt. Im gehobenen Dienst ist es relativ leicht. Ich sage Ihnen auch mal eine Zahl. Wir haben etwa 160 Bewerbungen dieses Jahr wieder gehabt. Das ist immer so die Marge zwischen 140 und 170 Bewerbungen auf unsere 18 Anwärterstellen. Schluss war dieses Jahr mit 2,0 Eingangsnote. Es kann aber auch mal sein, es gab auch Jahrgänge, wo im Nachrückverfahren bis 2,3 runtergekommen sind. Danach regelt sich das über Wartezeit. Da haben wir Wartezeit, Boni und wiederkehrende Bewerbungen haben wir auf der Liste, sodass wir schon ein Drittel etwa über Wartezeit auch besetzen. Das andere können Sie hier lesen. Wir haben gerne Elemente des waldpädagogischen Zertifikats, weil wir viel Umweltpädagogik machen. Wir haben gerne den Ausbildereignungsschein, natürlich ein absolut sauberes Führungszeugnis, einen gültigen Jachtschein, Forstdiensttauglichkeit, die wir untersuchen lassen bei unseren berufsmedizinischen Diensten und den Pflanzenschutzsachkundenachweis selbstverständlich auch. Das sind die Soft Skills. Schauen Sie sich das bei uns am Stand an. Bevölkerungsreiches Land heißt kommunizieren. Das heißt, nicht alleine im Wald verschwinden. Wir haben, Sie legen auf soziale Kompetenz enorm viel Wert. Danke, Frau Kietz, ich bin sofort durch. Hier nochmal eine Gesamtschau, die wir immer mit den Hochschulen zusammen machen. Vielleicht schauen Sie sich das auch mal an. Das wird dieses Jahr wieder überarbeitet. Da können Sie mit einer Perspektive auf 2020 mal Ihre Chancen sehen. Wir haben da mal dargestellt, wer studiert eigentlich Forst bundesweit, wie viele Vorbereitungsdienst- und Traineestellen gibt es und wie sieht der Personalbedarf in echt dann hinterher aus. Man muss das immer wieder überarbeiten. Das ist jetzt schon wieder etwas älter. Wir werden das in der Länderarbeitsgruppe hoffentlich dann in 2018 wieder anpassen, die Zahlen. Aber das ist immer so ganz spannend mal zu sehen. Ja, ich freue mich, wenn Sie unseren Stand besuchen und natürlich, wenn Sie uns ein Praktikum machen, bewerben Sie sich bei den Forstämtern. Sie finden alles im Internet in unserem Flyer. Vielen Dank.